Die Reise bis hierher. Der Reiter ritt. Ein Tempel wurde gefunden und ein Schlüssel erweckte einen Riesen aus seinem Schlaf. »Die Erschaffer brauchen mich«, rief der Wächter. Und so zog er los, ihre einzige Hoffnung zu suchen. So, herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part bei Darksiders 2. Wir stehen jetzt hier vor Dreistein, also bei Dreistein. Die Brücke wurde wieder erbaut mit unserem Freund. Und laufen jetzt einfach mal hier über die Brücke, der uns jetzt netterweise begleiten will. Und ich denke mal, wenn er uns begleitet, wird es nichts Gutes heißen. Zumindest was die Gegner angehen könnte. Weil sonst würde er wahrscheinlich nicht hier warten. Zumindest haben wir jetzt schon mal die Brücke überquert. Und können mal schauen, ob hier irgendwas ist. Stellt euch mal den als Gegner vor. Da würden aber nicht nur meine Zehennägel klappern. So, und jetzt bumm, Blatt. Nein. Okay. Also hier wird es nichts geben, so wie es aussieht. Oder doch, da hinten vielleicht. Das sieht nach einer Kiste aus. Ja! Na, da hat mein Auge wieder nicht getäuscht. Da ist nochmal eine kleine Sammelbox für mich. So, die nehmen wir natürlich mit. Hi, Digga. Und dann mal auf in die Gießerei. Denke ich zumindest. Na, sind wir jetzt in der Gießerei oder nicht? Ja, betritt die Gießerei. Ja, wir sind in der Gießerei. Erwecke den Wächter. Okay. Ich denke mal, was wackelt denn da lang? Ah ja, okay. Ich denke mal, klingt einfacher. Das klingt einfacher als sein wird, denke ich mal, hier diese Wächter zu öffnen. Ah ja. So, dann wollen wir erstmal wieder netterweise die Kiste aufmachen. Yep. So. Ich denke mal. Nö. Dann lieber möchte ich nicht springen. Soll irgendwie heiß werden, wurde mir gerade eben gesagt. Oh. Das sieht aber alles irgendwie. Hey, ich hüpf's nicht. Das sieht aber alles nicht mehr so gesund aus. Nö. Ach ja, toll, du hast mich reingeschubst und stehst wieder da wie so ein Elmo. So, da läuft die Lava rein. Okay, Wasser. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal ein Lokalrevier. Ist das ein Schlüssel? Könnte als überdimensionaler Schlüssel durchgehen. Ja, mal gucken, was hier drin ist. Ein Gang, der versperrt ist. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt noch nicht hier an. Noch nicht. Ja. So. Dann nehmen wir halt Weg Nummer 2. Okay. Dann gucke ich erstmal nach Weg Nummer 3. Wegen der schönen Videosequenz. Ich hab dich. Weißt du, hast mich? Das heißt doch nichts Gutes, wenn du mich hast, oder? Ach, komm. Will ich denn ewig leben? Boing, und nu? Kommst du jetzt mit rüber? Nee, ne? Bleibst dort, ist klar. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ah ja, ja, muss ich jetzt. Jetzt möchte ich mal hier ein bisschen rausfinden, wo ich überhaupt jetzt hier hin muss. Da auf den Schwebebalken. Muss ich wahrscheinlich auch noch aufpassen, dass ich für diesen Ding. Achso, ich muss hier so ranhüpfen. Und dann wieder das sein, was ich am besten kann. Langsam. Och nö. Das gibt wieder eine epische Fehlfunktion. Naja. So, wenn
Feuer regen zurück. Doch so. Nein. Ja, das war so gut wie richtig. Aber auf der falschen Seite. Okay. Hey. Da kam ja was. So. Gut, damit war es das schon wieder und wir haben den Reaper. Ach, auf der falschen Seite. Wie komme ich jetzt darüber? In der Theorie gesehen gar nicht. Wie komme ich dorthin? Auch nicht. Gut. Also, an die Wand lang. Ich glaube zumindest bloß da, das ist der Wächter, den ich irgendwie... Ja, oh, Julius. Okay. Na komm her. Weg war er. Gut. Lava ist also auch für den Gegner zu heiß. Aktion. Und du? Hast du die Tür aufgemacht? Okay. Achso, so kommen wir da rein. Na, ist doch schön. Dass es da noch einen zweiten Weg gibt, an diese Kiste ranzukommen. So, und wieder ein Energiepack. Ach, ich denke mal, ist das der Wächter? Ne, ist der es? Ich weiß es nicht. Ich mach mal zum dicken Auto wieder. Der bestimmt schon ganz gelangweilt auf uns wartet. Vor einer. Nein. Ich glaube, du hast mich vergessen. Nee. Ich glaube nicht, dass ich dich vergessen habe. So, ich denke mal, jetzt muss ich an diesen... ...überdimensionalen... Ha! Das war ja einfach. Ich nehme die Tür. Du nimmst die Tür? Na, du Lümmel, du. Lass ihn fallen. Hey. Oh, sieht gut aus. Halt mal eine Weile. Ich weiß, das sieht bei mir einfach aus. Aber könntest du vielleicht trotzdem mit anpacken? Nö. Ich gucke jetzt auch schon hier lang, weil ich weiß nicht, was hier so schön das ist. Wenn es eben aufgegangen ist, ach, stimmt, das ist bloß der Rückweg hier. Nee, ich glaube, das ist wirklich hier bloß der Rückweg. Aber egal. Hier gibt es wieder. Unmöglich. Ja, unmöglich, ist klar. So. Da gibt es nichts. Und da sind wir wieder am Anfang der Geschichte. Wunderschön. Komme ich jetzt eigentlich wieder durch die Tür rein? Ne, die Tür ist zu. Jetzt muss ich eigentlich wieder zurücklaufen. Und der arme Hund muss immer noch warten. Könnten mir fast leid tun. So. Wollen wir uns mal ein bisschen beeilen hier. Ja, so war das nicht ganz gedacht mit den Beilen. Na, wirst du wohl loslassen? Machst dich schwieriger als es ist. So. Oh, wo ist er denn hin? Ach ja. Hat er doch losgelassen. So, dann machen wir das halt noch einmal. Bleib dort! Ich nehme die Tür! Ja, nimm du die Tür. Diesmal komme ich auch da wirklich direkt zu dir gerannt. Ich bin bereit. Obwohl doch nicht. Du musst doch nochmal kurz warten. Ich hätte mehr in der Schmiede arbeiten sollen. Ja, hättest du wohl. So, mal gucken, ob jetzt hier irgendwas Interessantes sein kann. Aha, da liegt eine Statue. Gut, also hier scheinen wir erstmal noch nicht weiterzukommen. Hier könnte es eher sein, dass wir da zurückkommen vielleicht. Naja. Zumindest hier unten ist es heiß. Da geht es nicht weiter. Da
geht's irgendwo weiter. Also komme ich jetzt so direkt nicht hin und da komme ich auch nicht so direkt hin. Ach, da. Na, wenn ich das hier drüben schon wieder sehe, dann brauche ich diesen Roboter dazu. Stimmt, da muss ich rein. Ah, gut. Also, eine. Das ist Kreatur. Ach, jetzt muss ich wieder kommen, dann bist du. Also nochmal hier hoch. Alle guten Dinge sind drei. Bleib dort! Ich nehme die Tür. Ja, dann nimm mal die Tür. Lass ihn fallen. So, und wieder ein drittes Mal das Ding auf den Buckel geschmissen. Der Arme. Oh, und das für ein schönes Objekt. Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht er nur dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so, wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar drei davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter, wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Dann los. Wenn's denn mehr nicht ist. Gut, also das ist der kleine, feine Kunde, den wir dann irgendwie befreien müssen. Und hier drüben ist da eine Maschine, die wir wahrscheinlich dann als nächstes brauchen. Ja. Ne. Hier kann ich jetzt gerade nichts anfangen damit. Zumindest nicht direkt. Ich könnte so jetzt sagen, ich schieße es mal da drauf. Na, hier ist nicht geschafft. Aber. Nee, hier fehlt mir eindeutig noch was. So, dann laufen wir mal die andere Richtung. Da ist doch schon wieder irgendwas, was man bestimmt klein hauen kann, oder? War doch klar. Versuch nicht davon zu laufen. Ja, das ist. Ey, wo bist du hier? Ach so, hier. Komm, der haut aber den mit drauf, ja. So. Gut, damit war da auch Geschichte. Na, da wäre das schon eine schöne Ablenkungsmethode. Aber. Muss ich jetzt hier runterspringen oder? Ja, hier können wir runterspringen. Könnte man theoretisch mal versuchen, hier nicht dran zu springen. Yep, das klappt also so gut wie nicht. So, haben wir irgendwas, was wir gebrauchen können? Nö. Da haben wir eine Röhre. Und da ist natürlich wieder kein Platz. Ist das nicht schön? Aber irgendwie muss ich doch jetzt hoch zu diesen. Können. Was ist denn das? Das ist so andersfarbig, würde ich es jetzt mal nennen. Und scheint auch ein Tunnel gewesen zu sein. Ja gut, jetzt laufen wir nochmal hier unten ab. Vielleicht finden wir irgendwo einen, keinen Aufgang, der uns dazu weiterhilft, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Okay, dann laufen wir halt hier wieder hoch. Ach, nö. So war das aber jetzt auch nicht geplant. Ah, durch das Tor sind wir gekommen. Dann durch das Tor müssten wir dann, glaube ich, eigentlich wieder zurückzukommen. Ja. Dazu brauchen wir aber diesen einen Wächter da. Und dieses Tor geht auf irgendwie, aber irgendwie gerade keine Ahnung wie. Tja, und du? Hm.
Ne, das ist auch nicht diese Kollateral-Lösung. Die optimale Lösung an sich. Wie soll ich denn jetzt dort rüberkommen? Irgendwas übersehe ich mal wieder. Irgendwas. Bist du schon fertig? Wenn du mich überschmeißen würdest, dann wärst du mir viel lieber, du Kunde. Hier, stell dich mal hier hin. Oh, da wirft er mich nicht mal. Mann, du. Tja. Alles so einfach wäre, wie es so schwer ist. Was soll denn das jetzt hier lang gehen, bitteschön? Das gibt's doch nicht. Hier hoch. Ne, das scheint wohl auch nicht zu funktionieren hier. Könnten sie ja mal so rumprobieren. Zeig mir den Weg. Los. Was siehst du? So, jetzt sind wir zwar oben, aber kommen trotzdem nicht dort rüber. So. Asche. Ne, geht dann nicht. Gucken wir mal, wo uns Asche hinführt. Irgendwo müssen wir doch mal hinkommen. Sieh nach, was du finden kannst. Und so, wir folgen einfach mal Asche. Da lang soll ich jetzt, Hahaha. Ha, ha. Wie soll ich bitteschön jetzt hier lang? Ah. Okay. Ja, Asche hat schon. Wenn Asche sagt hier lang, dann heißt es geht so hier lang. So. Nicht mal ein Kratzer. So. Die sind reif für eine Prügelei. Oh ja. So, hier kommen wir dann trotzdem irgendwann wieder zurück, aber jetzt noch nicht. Und da geht der nächste Weg lang. Da ist die Kiste, die dürfen wir dann auch nicht vergessen. Ach ja. So, jetzt sind wir hier in deren Raum nach einer kleinen Sucherei. Wie es hier weitergeht, das auch wieder im nächsten Teil, im nächsten Part. Mit eurem Solitaire. Ciao, bye bye.